Hi, ich bin der Günther, ich bin aus der Bude. Willkommen zu einem neuen Super Smash Bros. Ultimate Video. Wir hatten es ja neulich erst, dass wir einige Amiibo bekämpft haben, um Clips für ein Video von YouTuber Choctopus zu bekommen. Bevor wir mit dem heutigen loslegen, möchte ich zeigen, ich habe offscreen, als ich online ein paar Leute gefragt habe, ob sie mal gegen meine Amiibo kämpfen wollen. Es hat keiner gewonnen. Einer hat es geschafft, einen Stock gegen Bulby zu ziehen, wegen einer Game & Watch 9 auf 0%. Und einer hat es geschafft, gegen Meta Knight einzuziehen. Das war's. Und Lord Ecke hat dabei noch einen schönen Clip gebracht. Hier 0% Snake mit der Get Up Attack Spiken und einfach nochmal auf die Forward Air. Der Typ hatte danach, glaube ich, auch keinen Bock mehr. Grüße gehen raus. Da hatte ich begonnen, das mit dem Clip aus dem einen Video, in dem ich outminded wurde, zu rendern. Aber dann ist mir aufgefallen, da hatte ich Spirits drin und das soll man da nicht. So, heute machen wir aber ein bisschen was anderes. Und zwar trainieren wir wieder ausgewählte Amiibo. Aber wirklich trainieren. Denn neben den Choctopus-Clips, bei denen ich noch ein bisschen weitermachen werde, da habe ich bis Ende April Zeit, habe ich mich für ein kleines Amiibo-Turnier angemeldet. Da habe ich nicht so viel Zeit, denn das ist für mich morgen. Ich werde mir da so ein paar Notizen machen und euch ein bisschen drüber erzählen, wie es so lief, denke ich. Und zwar musste ich dafür 4 Amiibo einschreiben. Und meine Kandidaten waren Günther, Necrozma, die Dunkle Macht und als letztes Underdog und Risk-Pick Bulby. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich habe das im Gefühl, die kann da was reißen. Vor allem, wenn andere nicht vorbereitet sind auf so ein Amiibo. Aber das Ruleset könnte etwas problematisch werden. Einerseits, weil ich es nicht genau kenne. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, auch wenn ich hoffe, dass es überhaupt richtig ist, Final Smash Meter ist aktiv. Deswegen werden wir heute diese Amiibo mit Final Smash Meter trainieren. Und ich habe mir ein neues Spirit-Team erstellt, das ich gegen Bulby nutzen werde. Dann kann ich nämlich auch mal den Insta-Drop für mich nutzen. Ich habe einfach in diesem Ruleset das Final Smash Meter angeschaltet. Ich weiß halt leider auch nicht, welches Stage. Es könnte Competitive Stages sein. Am ehesten würde ich ehrlich gesagt denken, es ist einfach alles, weil in dem Turnier ist wirklich alles erlaubt. Auch die Competitive gebannten Amiibo, Bowser und Fuegro. Dann die Competitive gebannten Spirits, Super Armor und Auto Heal, was gut ist, ansonsten könnte ich Günther nicht mitnehmen. Ich werde trotzdem ein bisschen hier mein Zeug machen. Die Dunkle Macht, finde ich, gibt die besten Mirror Matches. Die sind immer schön. Natürlich ist Lernen hierbei an. Ich habe gestern mit der Dunklen Macht das schon mal kurz angefangen. Da hatte ich ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich das Training bräuchte und nicht sie. Aber hey. Das hätte mich getötet. Aber ich habe letztendlich jeden Kampf gewonnen. Hat der gerade mich aus der Donkey Kong Abbiege hittet? Er hat das geschafft, was kein anderer schafft. Und bin ich gerade sicher, dass ich auf dem richtigen Ruleset bin? Aber doch, Final Smash Meter ist on. Ich habe mir irgendwie eingebildet, ich hätte auf dem 5-Stock gespielt. Kann gut sein, dass ich das noch... Nein! Umstelle, dass ich auf 5-Stock gehe. Jetzt aufpassen. Sehr schön. Ich meine, der Hauptsinn ist Training. Heißt,
Nicht, dass ich den Amiibo einfach machen werde mit Absicht. Nein, er hat... Ah, ich hab gedauert. Er hat meinen Fuß getroffen. Ich spring rein. Stimmt, ich taunte nicht. Das verlernt die dunkle Macht sonst. Hilfe. Okay, ich brauche den Final Smash nicht. Danke, dass du mich ans Taunten erinnerst. Das hätte ich ganz vergessen. Und ihr seht, eindeutig war das jetzt nicht, weil die dunkle Macht am Ende ganz schön zurückgeschlagen hat. Und wir gehen mal hier... So, einfach ein schönes 5-Stock-Rule-Set. So, ab geht's. Im Moment bin ich auch dabei, mal ein bisschen andere Musiken so im Shop zu holen, sowas. Einfach damit wir ein bisschen Abwechslung vielleicht mal drin haben können, auch wenn ich hier schon meine Favoriten habe, die ich auch weiter nutzen werde. So Sticker Brush, Symphony, Gangplank, Galleon, hier Grand Finale. Wichtig zu wissen, wenn solltet ihr irgendwann mal gegen die dunkle Macht kämpfen, der erste Play von diesem Amiibo wird immer sein, zu springen und eine Aerial Attack rauszuhauen. Aua! Ich dachte, Taunt into F-Smash wäre die Necrozma-Kombo. Oh Gott, jetzt hat die dunkle Macht jeden Moment ihr Final Smash-Meter voll. Ja, erst Percentage holen. Sag mal, die braucht das nicht. Die brauchen ihr friggin' Meter gar nicht! Heißt aber eigentlich nicht, dass sie es nicht benutzen soll. Deswegen trainieren wir hier. Ansonsten sind solche Comebacks leicht möglich, ne? Mit dem Final Smash hättest du dein Lied schön ausbauen können. Stattdessen kann ich jetzt schön hier wieder ins Game reinkommen, auch wenn das nicht viel Damage gemacht hat. Nope. Ändert nichts dran, dass ich jetzt in Führung gehe. Scheiße, ich dachte, ich wäre noch nicht vollgeladen. Ich lebe! Ha, Mann, bist du schlecht! Jetzt ein Final Smash wäre zwar auch nicht gerade die Wahl, aber wäre besser als nicht, würde ich mal sagen. Das tötet nicht nur, das pulverisiert. Oh Gott, das hätte mich fast getötet. So, bye bye. Willst du mich flachsen? Schnell auspacken, damit ich hier ein bisschen Percentage holen kann. Ah, sie ist gedodged. Da hat die dunkle Macht auch gesagt, nope. Oh Gott, der
shit, die Side B hatten nicht gegönnt. Stomp, win. Side B muss ich ein bisschen mehr machen. Ein, zwei Kämpfe gönnen wir der dunklen Macht auf jeden Fall noch. Bei Bulbi habe ich Angst, dass ich ein bisschen verkacke, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie man mit Insta-Drop spielt. Günther geht's wieder um ein bisschen verfeinern. Da jeder schon schreiben musste, was für Amiibo er in den Kampf schickt, weiß ich schon, gegen wen sich meine Amiibo behaupten müssten. Und an sich mit den Matchups haben sie Erfahrung. Wir haben da wirklich nur so klassisch Fuego, K-Rule, Bowser. Bowser ist der häufigste. Außer der eine Luigi, der könnte ein bisschen... Nein! Probleme machen. Ich wollte auf YOLO gehen und Spider raushauen. Also halt spiken mit dem Wissen, ich könnte nicht recovern. Och Mann, als ob ich so einen Weak Hit krieg. So, Lead! Ich wollte Neutral ehren. Oh Gott, wie bad! Nein, das hittet! Vor allem meins macht so gefühlt 10 Schaden. Oder vielleicht 20 und ich nehme 40. Er outspaced mich. Was? Ich hätte einen Zehner drauf verwettet, dass das nicht trifft. Aber der Dunkle macht es das Schnurritz. Nein! Das ist die Sache. Ich kann gegen diesen Amiibo ganz gut comebacken. Weil einfach Spikes auf Null killen. Ich bin back! Nein, er macht's wirklich! Das habe ich vorhin versucht, aber nicht geschafft! Und die dunkle Macht macht den Down-Tilt, bei dem der Gegner auf die Schnauze fliegt, in den Final Smash. Ich habe euch gesagt, dieser Amiibo trainiert mich. Und trotzdem gewinne ich. Oh, das war schön. Ich denke, die dunkle Macht ist ganz gut vorbereitet. Das, die dunkle Macht sowieso. In einem 1v1-Turnier ist sie hier mein Top-Kandidat. Das ist klar. Und Bulbi ist wirklich so... Ich habe die Hoffnung, dass die so Underdog macht. Oh. Warte, nee, die war schon vorher offensiv und nicht aggressiv, auch wenn ich keinen großen Unterschied zwischen dem Kampfverhalten sehe mit den beiden Typen. So, ich sollte mich vielleicht ein bisschen beeilen. Ich meine, eine Viertelstunde pro Amiibo würde zwar eigentlich gut passen, aber dann müsste ich schon wieder zusammenschneiden, die Kacke. Wie irgendwie alle letzten Smash-Videos.
So, komm, wir machen uns jetzt mal hier ganz dicke ran. Komm, lasst mal Mario Galaxy Music nehmen. Ah ja, übrigens, mein neues Ruleset. Die Sache ist die, meine Werte sind da sogar noch ein bisschen schlechter als mit dem hier. So, und jetzt zeigen wir Günther mal, wie K-Rule Gameplay auszusehen hat. Ich meine, einiges weiß er, das ist mir klar, aber nicht alles. Down Smash. Crown. So, bye. Wir sind teabaggen. Ehre genommen. Nein, ich hab gerade, ihr habt sogar gesehen, meine Kanone ist nämlich gerade rausgekommen, weil ich auch B gedrückt habe. Okay, das reicht noch nicht. Moinsen! So, nächster Stock für mich. Jedenfalls bezweifle ich, dass Günther das irgendwie überleben kann. So, Aerial Hit. Oder auch nicht. Okay, Aerials ein bisschen arg. Nein! Das hat er nicht bad gemacht. Da ist keine Chance, dass ich das... Das hätte ich vielleicht sogar mit die einen doch überleben können. Ich war mir sicher, dass ich keine Chance habe, aber jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Nein! Die friggin' Offstage Crown! Au! Au! Ey, wenn er das jetzt taggt. Ja, das war untaggable. Habe ich mir ehrlich gesagt schon gedacht. Dass eine Offstage Final Smash, wenn man auf 90 ist, der einen an die Stage haut, nicht mehr zu taggen ist. Oh, der Down Smash. Ich hab meinen zweiten Jump nicht benutzt. Nein, ich wollte gerade dodgen. Aber das ist kein Tod. Nein, ich habe gehofft, er macht eine Roll. Das war alles nicht mein Input. Aber es war ganz gut, also beschwere ich mich nicht. Und darüber auch nicht. Und darüber erst recht nicht.
Wenn du nicht sterben willst, muss ich wohl was nachsetzen. Ich habe aber das Gefühl, meine Amiibo sind gar nicht so bad mit Final Smash. Ich mache noch einen gegen Günther, würde ich sagen. Obwohl, wenn ich mich jetzt beeile, könnte ich noch eine Folge Mystery Dungeon aufnehmen. Andererseits, nach der letzten will ich das heute so dringend. Ansonsten bekommt ihr aber morgen und übermorgen, obwohl doch übermorgen schon. Kacke, ich habe auf den Falschen geguckt. Nein, ich wollte ihn mit seiner eigenen Crown zerstören. So, up-tilt-hittet. F-Smash ebenfalls. Ich bin am Moven. Nein, ich hab Spot-Dodge gedrückt. Ich die Eier auf jeden Fall dagegen. Ja. Ich meine, das war so eindeutig. Ich glaube, das hätte ich auch ohne die einen überlebt, aber... Down Smash! Nichts gegen meinen Down Smash, Habibi. Wie dodgst du jetzt? Das wird aber auch nicht töten. Vor allem, wenn er sich noch dagegen heilt. Ja, nicht im Ansatz. Okay, wieso habe ich nicht damit gerechnet, dass er das macht? Scheiß Turnaround. Der Typ weiß, der braucht nichts außer Back Airs, aber es hilft ihm so nicht. Ich wollte gerade sagen, ist natürlich auch die Frage, ob er vielleicht einfach nur auf den nächsten Stock von mir warten will. Ah, das war so nah dran. Moinsen. Tschö. Und er macht noch richtig ekelhaft diese Back-Air, der Junge. Also die Back-Airs hat er raus, der Boy. Und wisst ihr, wie ich es mache? Das ist der letzte Kampf fürs heutige Video. Die anderen beiden werde ich offscreen trainieren. Und dafür nehme ich gleich mal endlich wieder eine Folge vom Hidden Hero Project auf, was vielleicht auch manche schon vermissen. Zack. Wobei ich wirklich Angst habe, ich brauche doch bestimmt noch 1000 Kämpfe für einen GSP. So, die ersten zwei sind bereit, die anderen werden bereit, wenn sie es nicht auch schon sind. Ich werde euch dann über das Turnier informieren. Wir sehen uns
Bis dann und ciao mit V.